wieder dabei seid. Ihr wundert euch bestimmt, was wir hier gerade tun. Aber heute geht es um ein ganz spektakuläres Ereignis in der Bibel. Mose war gestorben und Josua wurde von Gott als Nachfolger eingesetzt. Er führte jetzt das Volk Israel an und nun galt es, Jericho zu erobern. Eine Stadt am Jordan. Alles nachzulesen in Josua 6. Ja, ganz am Anfang des Kapitels steht, und Jericho hatte seine Tore verschlossen und sie blieben auch verschlossen für die Söhne Israels und niemand ging heraus und niemand ging herein. Ja, das ist schon mal eine gute Strategie, wenn man so will. Die Bewohner von Jericho taten gut daran, die Tore zu schließen, denn dem Volk Israel eilte ein Ruf voraus. Man hatte gehört, wie Gott sie trockenen Fußes durch das Meer gebracht hatte. Und auch über den Jordan sind sie trockenen Fußes gekommen, da Gott das Wasser zurückgehalten hatte. Ich glaube, die Einwohner hatten schon etwas Respekt vor dem Volk Gottes. Aber kommen wir zum Schlachtplan. Wie sollte diese Stadt jetzt eingenommen werden? Durch einen Hinterhalt oder vielleicht durch eine Schwachstelle in der Mauer? Nein, das wäre viel zu simpel gewesen. Gott hatte einen viel, viel außergewöhnlicheren Plan. Der Plan war es, eine Woche lang jeden Tag um die Stadt zu laufen. Aufgestellt wurden für die Umrundung die Priester mit der Bundeslade und vor ihnen 7 Priester, die Hörner bliesen. Vor den Hornbläsern waren Streitkräfte und hinter der Bundeslade lief die Nachhut. In dieser Reihenfolge zogen sie nun Tag für Tag einmal um die ganze Stadt für eine ganze Woche. Außer am letzten Tag. Am 7. Tag sollten sie 7-mal um die Stadt laufen. Und nach dem 7. Mal sollten die Hörner anhalten spielen, als Dauerton. Und sie sollten in Kriegsgeschrei ausbrechen. Genau dann sollte es nämlich passieren. Dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen. Was für ein Schlachtplan! Was wohl die Bewohner der Stadt denken mussten. Jeden Tag machte sich vor der Stadtmauer ein Heer bemerkbar mit Blasmusik und lief ansonsten stillschweigend um die Stadt. Eine ganze Woche lang. Jeden Tag. Eine Woche. Unser Eins hätte sich sicherlich schon längst etwas einfallen lassen oder irgendwas unternommen. Aber für die Bewohner von Jericho war es sicherlich sehr einschüchternd und bestimmt auch verwirrend. Am letzten Tag liefen sie dann 7-mal um die Stadt und das Volk Israel lief schon morgens bei Sonnenaufgang los und es wurde sicherlich Abend, bis sie dann auch wirklich die 7-mal um die Stadt gelaufen waren. Aber sie waren gehorsam und sie hörten auf das, was Gott ihnen gesagt hatte und brachten nach dem 7. Durchgang in lautes Siegesgeschrei aus und einem Dauerton der Hörner und die Mauern fielen. Es gehört viel Glauben dazu, so einen Schlachtplan zu folgen. 7 Tage und 13 Rundläufe. Ja, wie ist es bei dir? Glaubst du an den Plan, den Gott für dein Leben hat? Und dabei geht es nicht mehr darum, irgendeine Stadt einzunehmen, sondern deine Probleme ganz individuell mit ihm zu meistern. Und manchmal geht Gott ganz andere Wege, als wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber nur so kommen wir zum Ziel. Und er hat so viel mehr für uns, als wir uns jemals vorstellen könnten. Manchmal kommen sogar Lösungen aus einer Ecke, an die wir am allerwenigsten gedacht haben oder mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. In Hebräer 11,30 steht, allein der Glaube des Volkes Israel war es, der die Mauern von Jericho einstürzen ließ, nachdem die Israeliten 7 Tage lang um die Stadt gezogen waren. Glaubst du, vertraust du, auch wenn es vielleicht nicht nach deinen Vorstellungen läuft? Aber Gott ist treu und er weiß ganz genau, was er tut. Wir wären damals wahrscheinlich nicht von Josua engagiert worden, aber für den Einstieg für unseren Power-Tipp reicht's. Ja,
Markiert euch in eurem Kalender mal heute in einer Woche den Tag. Dann sucht euch ein Anliegen raus, das euch sehr am Herzen liegt und betet wirklich die nächsten 7 Tage ganz intensiv dafür, jeden Tag. Und dann schreibt euch am 7. Tag auf, was sich verändert hat. Und wir würden uns noch freuen, wenn ihr uns meldet oder Rückmeldung gebt, was bei euch passiert ist. Denn Glaube bringt Mauern zum Einstürzen. Wir fanden es richtig toll, dass ihr heute wieder mit dabei wart und sagen für heute Tschüss. Tschüss.